Und hier sind einfach LV-Trainer. Also hier ist Louis Vuitton Store und hier sind LV-Trainer. Und wirklich Louis Vuitton Store einfach am Flughafen. Das ist ganz, ganz komisch. Bro, what the fuck ist das für ein Spiegel? Auf jeden Fall, wir fliegen jetzt in 30 Minuten. Man hat immer noch nicht sein Visum. Shit started, bro, shit started. Aber, ja, was soll ich hier erzählen, ne? Morgen vlog ich mehr. Wir überlegen, also wenn er mal nicht kommt und ich nicht jemanden aussuchen kann, den ich und ich in irgendeinem Random spiele, will ich tatsächlich nach Hause zu fliegen, weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ich bin. Die Leute, die meinen Stream gucken, bestimmt. Ich hasse es so, Bro. Ich kann nicht mit so Leuten, die ich nicht kenne, sein. Also, ich bin sehr extrovertiert. Aber, so wie Amar und Julian hier, wäre es nochmal 10-mal nicer, so, weil wir ein paar Sachen geplant hatten. Auch Stream und so, das kann ich jetzt alles nicht machen. Ich schütze ein bisschen dadurch. Ich hoffe, dass wirklich Amar kommt und alles. Würde mich total freuen. Ja, der Flieger geht gleich, nehme euch da nochmal mit. Hey, wie findet ihr eigentlich mein Haircut, Bro? Ich sehe gut aus, dann bin ich gut. Okay, meine Haare hängen ein bisschen in mein Gesicht gerade, aber sonst. Zeig euch morgen. Morgen sehe ich gut aus. Verstehst du? Watching down, Racks on, Racks on, Racks. So, Roomtour, wir sind angekommen. Es ist 6 Uhr morgens. Es kracht, es kracht, es kracht, es kracht. Und hier haben wir erstmal das Badezimmer. Ganz gechillt. Super Badezimmer, Badewanne, Regendusche, super. Ich liebe Regenduschen. Komplett OP haben wir auch bei mir zu Hause. Das OP ist, das gibt. Spiegel. Hier, Zimmer ist relativ, ist ein nice Zimmer, ist clean. 2 Betten. Hier schlafe ich, da schon meine Mom oder andersrum. Hier, und das ist die Aussicht. Das ist die Aussicht. Eben war der Road noch nicht so voll, als wir gefahren sind. Also Saudi-Arabien ist echt krass schön. Die Leute sind hier echt krass korrekt. Deutschland, wie ihr wisst, ist ja nicht so. In Deutschland sind alle ein bisschen picky. Aber hier sind alle sehr nett. Nehmen wir euch später nochmal mit. Jetzt erstmal schlafen, denke ich, oder frühstücken, muss ich gucken. Kuss. Frühstück, ich habe hier ein paar Früchte. Ich habe eben schon was zu essen. Der Mittagessen. Ich saß hier gerade aufgewacht, bin noch ein bisschen müde, aber gleich hier wieder. Ich habe leider all mein Skincare vergessen. Das heißt, ich werde hier mit Cat-Pickel rauskommen. Aber egal. Wir waren jetzt im Pool. Ich war jetzt ein bisschen im Bett auch. Ein bisschen down. Aber kriegt wahrscheinlich sein Connecting Flight genauso wenig wie ich. Geht nochmal im Pool mit Alex und Savage und so. Ist jetzt wirklich sehr, sehr nice. Saudi muss ich sagen, sehr, sehr nice. Also das Wetter ist geisteskrank. Also das schallert so rein, so die 45 Grad oder so, die wir haben. Alles sehr, sehr künstlich, aber die Menschen hier geisteskrank geworden. Wirklich krass. Und so, wir waren jetzt nochmal im Pool. Es ist 19 Uhr oder so. Wir gehen um 20:30 mit Lukas, meiner Mom, Dennis, Alex und so essen. Hier ist gerade der Pool, das Hotel. Schön hier gerade ein bisschen. Ja, guck mal bitte an, wie schön das aussieht. Dann die Schönheit. Do you know Illy Geller? No. You don't know Illy Geller? You know Illy Geller? I don't want to know. Bro, I don't even know what you're saying, bro. You don't know Illy Geller? Bro, chill, bro. You don't know Illy Geller. Illy Geller. Why always me? Like am Balotelli. So, wir haben jetzt gerade gegessen. Ja. Wir haben Pizza, Schnitzel und so. War super lecker. Das ist ein krasser Drink. Na, we rich. Was ist das hier? Ist einfach wirklich da draußen. Hier ist einfach eine Bank im Fahrstuhl. Wir sind ja gerade essen, auf jeden Fall mit einem Freund von Luke. Luke ist der Wave Manager. Und mit einem Freund aus Saudi-Arabien. Wirklich, ich sag's nochmal. Saudi-Arabien, ich schwöre, hier sind alle Menschen total nett. Wenn der jetzt das so privat nicht so, kann man das sagen, dass die Leute selbst sein müssen, weil sie hier arbeiten. Wirklich total korrekter Mann. Also, das ist wirklich krass. Ed Bro, guck, der macht hier ein Bild von mir. Mach kein Bild von mir, ich mach TikTok. TikTok. Ich halte jetzt die Kamera so lange auf, wie ein bisschen unangenehm ist. Alex, oh, sag doch mal was. Bitte sagen. Guck mal in die Kamera. Ja? Guck mal in die Kamera. Okay, ich mach ein Bild. Du hast kein Bild. Doch. Nein. Guck. Ich grüße, ich spitz mich. Nice. Noch eine Pose. Bro, hallo. So, das ist hier mein Frühstück. Ich habe schon ein paar Melonen gegessen. Ein bisschen Kiwi und ein bisschen Orange. Aber hier kann man gefühlt nichts anderes frühstücken, weil es so heiß ist. So, wie ihr wisst, heute ist mein Geburtstag. 5.7. Ich bin 17. Ich bin gerade aufgewacht. 10.30 Uhr jetzt. Ich habe noch das Frühstück schnell mitgenommen. Heute habe ich Media Day. Ein bisschen zur Venue. Ich habe mir AV-Trainer gekauft. Nummer 3. Cool. Ich nehme heute ein bisschen mehr mit als gestern, weil gestern gab es wirklich was zu filmen. So. Heute müssen wir jetzt zum Film. Ich will euch auf jeden Fall Julian wecken. Ja. So, es ist jetzt hier morgens. Guckt euch das mal an. Aussicht über ganz Saudi-Arabien. Jetzt ist echt alles super schön. Geht hier weg. Ich nehme euch mit. Er fragt gerade, ob die Nail-Clipper haben, wie. Hello, good morning. I have a question. Do you guys by any chance maybe have a nail clipper? Don't. Okay. Okay, thank you. Ja, mach das bitte nochmal. Erklär es nochmal, wie es war. Nee, nee, jetzt leg sie aus dem Mund. Okay, also nach Yid. Nachdem Yid performt hat, ja. Aber Rolling Out, ich bin instant Backstage gegangen, weil ich wollte ein Foto mit ihm machen. Und dann, Digga, da waren 3 G-Klassen, warte, er steigt ein in die mittlere. Hinten war noch ein Van, da war hinten einfach nur zum Flexen und zum Lautsein so 3 Dudes auf Motorrädern. Ja, wenn nur so. Okay, ich versuche jetzt hier, das sind ungefähr, wie viele Meter sind das? 30? Nein, ich versuche jetzt. Nein, das sind so. 15? Was? Nein, 10? Knappe 10. Aua! Knappe 10 Meter, ich würde sagen so 8. Okay, ich versuche 8 Meter zu verhauen. Wenn ich schaffe, müsst ihr alle drei verlassen. Wenn nicht, müsst ihr uns trotzdem mal. Kriegst du 5 Euro von mir, wenn du schaffst? Echt? Ja. Okay. Boah, weiß ich nicht. Er sagt die ganze Zeit, das ist richtig schwer. Ach, Digga, komm, ich habe jetzt keinen Bock, einen 5er zu verlieren. Ja! Schneid zusammen, okay? Okay.
Oh, er schafft gleich, er schafft. No way. Alter! Wir sind jetzt hier mit Make-up wegen Video, ne? Ich werde jetzt ein bisschen Sesti machen. Bisschen Sesti? Darf ich das sagen? Ja, ja, keine Ahnung. Sesti halt, ne? Ich kann es jetzt nicht sagen, ne? Was machst du für eine Pose? Bro, das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Mach ein W, mach ein W, mach ein W. This one was perfect, so now we're gonna do the second one, okay? Nice. Gott, wie schaut das aus? Can you do the double? Yeah. Yeah, perfect. Thank you very much. Oh, yeah. You can give yourself a high five or something, and then back to back with crossing. Oh, der wird so choken, bro. Oh, der wird so choken. Yeah, back to back, crossing hands, and then looking to the camera. Right? You have to do it like four feet. Willst du high five oder willst du checking? Was ist das? Was ist das? Checking weg aus der Luft. Check. Mit so die Hand und dann so. Scheiße, wir probieren es einmal. Okay. Nein, oh mein Gott, was ist das? Oh. Whiteboy. Okay, nochmal, wir gehen jetzt aufeinander zu. So, zack, zack, zack. Und dann machen wir. Ja, und dann macht ihr Double, ja. Was machen wir denn hier irgendwo spielen? Hier irgendwo holen wir Earnings, ne? Hier holen wir Earnings, hundertprozentig holen wir hier. Ne? Also hundertprozentig ist es wirklich, dass wir Earnings holen. Warte mal, der Bildschirm sieht noch geiler aus, als lässt sich das. Sieht krank aus, ne? Boah, Junge, hier sind wir spielen. So, ich spiele ein bisschen Fortnite. What the fuck is bro cooking? So, wir gehen jetzt zu unseren Plätzen. Boah, guck dir den Boden an, das ist geistig. Trophy, bro, die Trophy. Oh mein Gott. Okay, 3, 2, 1. Let's go! Yeah, Amar! Hier ist das Setup. Nehmen wir uns jetzt Savage und Alex. Amar, yes. Das ist das Setup. Bau jetzt auf und zeige euch dann nochmal. Und? Was geht mit deinem Setup? Reason, wir sind genau in der Mitte. Schieß es. Das ist jetzt die beste Stage, wo du je gewesen bist. Die Rotation war schon sehr arsch. Red Bull war schon geisteskrank gut. Und das ist auch schon sehr gut. Also, ihr bezieht mich immer im Stream als reich. Bin ich reich, aber das hier ist reich. Was ist das denn? Wir sind in irgendeinem Palastessen. Restaurant Awards. Ja, hier ist ja arsch. Restaurant Awards. Was geht denn hier ab? Oh, ich esse jetzt hier Mante, Dumplings oder Mante? Der Soße, die soll Lampen scharf sein. Das war's. Ja. Warte kurz. Red Bro Cook, Lammschulter. Mit dem hier. Ist normalerweise für 5 Personen und wir haben es für 2. Weil wir sind haben, ist der dumm, cool. Er sagt, er isst mit, aber er isst. Er ist aber so. Er sagt so, hey, normal, Lamm bin ich safe dabei. Ja. Und dann. Ich würde nie Lamm essen seit unserem letzten Istanbul-Trip, Digga. Also. Haben wir gerade einen Toten, Mann. Guckt euch mal das Spaßbild an. Hört auf! Der weiter ist. Da war ich 14. Da warst du ja da war ich aber fresh, Bro. Da warst du fett. Ey, da war ich aber nur süß. So wie jetzt. So, der dritte Tag. Heute wird viel gevloggt. Heute gehe ich zu Louis Vuitton. Gestern sind wir doch nicht mehr gegangen, weil wir keine Zeit hatten. Es ist gerade 13 Uhr, es sind 45 Grad. Was einfach hier durch die Sonne geht, ne? Also, es ist echt ein Schlag in die Fresse und ich werde hier auch echt immer früh. Gehe ich hier früh schlafen. Ich war gestern so um 1.30 Uhr so im Bett. War ich nicht normal. Ich glaube, es liegt der Creme an der Hitze. Die mich komplett fickt. Geht. Oh mein Gott. Ich kann jetzt erst mal 15 Stöcke laufen. Ja, die Häusen, Digga, geht's dir gut? Nein. Geht das so scheiße aus dem Film? Das ist echt so von so Asterix und Obelix. Ja. Mama, guten Morgen. Schlägt er mich auch so? Digga. Jetzt, wo mein Handy stimmt, Social Experiment. Entweder das Handy stimmt und ich habe einfach gar nichts mehr oder das Handy stimmt nicht. Das hat überlebt. Hey Leute, wir sind in Saudi und mein Freund macht jetzt Backflip. Okay. Cool. Der Lady ist gerade zum ersten Mal im Gym. Oh, mach echt ein bisschen. Digga, mach jetzt. Mach jetzt, komm. Und jetzt lauf einmal. Halt dich nicht an. Hör auf, dich anzuhalten. Ja, lauf einfach normal. Boah, kannst du mal normal laufen? Was machst du? Warum soll ich mich da nicht festhalten? Ja, weil das keiner macht. Bist du ein Opa? Kannst du mal, lauf auch bitte mal normal. Bro, also du hast gar keine Kontrolle. Digga, die haben die Skates, Digga. Weißt du, was die kosten auf StockX? Die kosten 4.000 oder so. Ja, dann werden die hier safe auch 2-3 Grad kosten. Ja, nee. Also Lenny hat uns wirklich den ganzen Tag angebettelt. Endlich zum Louis V Store. Ja, dann gehen wir hier rein. Er schreit, weil er auf einmal Schuhe sieht. Kurzer ist echt goofy. Mit kurzer ist echt ein bisschen goofy. Ja, mit kurzer ist richtig goofy. Ja, das sieht aus, als wäre es so ein richtiges Kleinkind. Ja, stimmt. Guck mal bitte, du was du kaufst sie eh, oder? Jetzt schaltet die auch noch an. Genau gleiche Hose, genau gleiche Schuhe. Wir machen einfach Dad-Outfit. Ja, Vater-Sohn-Outfit. Oh mein
Boah! Aber hier ist der Teufel schon wieder. Letztes Jahr habe ich mir auch schon das alles geholt. Und in Istanbul? Also, kaufst du die? Ja, brauch. Auf jeden Fall. Guck dir die Schuhe an. Also du weißt, ne, 100% deiner Earnings gehen auf mich, ne? Ja. Egal, Bro. Lass bitte ein Prime da, Leute. Lass ein Prime da auf Twitch dort. So, wir sind jetzt hier auf dem Boden zu essen, so local food hier, ne? Ist gut? Also traditionell, nicht local food. Das ist halt arabisch essen. Wir sind ja gerade noch im Stream. 5000 Zuschauer, welch. Da wir so ein Chat. Mach mal Chat auf, damit die auch Chat sehen. Bro. So, wir essen jetzt hier auf dem Boden, so sieht das hier aus. Vielleicht kommt ihr ganz viel essen, streamen wir mal noch. Ja, Füße. Bro, krass, da ist jetzt das Essen. Ja, der Finger, Chili gehört. Das Lamm, geil, Sugarbread, ist krass, das ist cool. Eigentlich alles gut. Ich hab noch nie eine Chili gegessen, bei mir. Von unten, ja. Von unten. Hau die komplette weg, scheiß auf. Dann kriegst du kein Gehalt, ich schwör. Bro, ey! Oh mein Gott. Eat it, Pussy! Ey, dann die Chat. Hau mal jetzt das Ding weg. Hier auch so den. Hier. Was mit deiner Festplatte ist das hier? Digga, der Typ ist 17. Du vergleichst dich gerade mit einem 17. Ja, Alter. Okay, guys, have to chill. Hä? Digga, du hast Bart, alles. Aber it is spicy, but it's actually... Ja, dann isst doch das Ganze. Bist du Englisch, Junge? Three! Okay, either three slaps in the face from everyone or eat us. Okay, okay. That's good. With the Where's fist. Your chili? I eat a full one if I can punch you in the face. What is bro saying? Okay, du kannst ja ausruhen. Entweder meinen ganzen Fuß im Mund Hallo. Oder den Chili. Kannst du ausruhen. Den Fuß. Ja. What the fuck? Eat it. Nah, we don't eat that. Hä? So here, welcome to Gamers 8. We have played almost all your build tournaments this year. We don't count the 2,358. Okay, here's the last. Can you open the box from here? Arab brand. Are we making a sick shot? Yeah, okay. So in here we have, what have we here? Ray-Ban, chili. The Death Adder, customized, glaube ich, von Gamers 8. Sehr geil. Ist eine gute Maus, actually, sogar. Oh my god. I'm about to sell that shit. Und... I just threw it in there. Wait, is the Death Adder actually custom? Yeah, it's customized. Das heißt, wir fighten jetzt nochmal hier auf dieses Gebäude. Direkt am Anfang. Und kriegen das auch schon vorher, weil sie da gar nicht sind. Und danach haben wir die drei großen Gebäude auch komplett angetestet. Und sollten eigentlich so wahrscheinlich 15, 20 Chests haben. Oder so. Ist die schlechtere Seite, Anführungsstrichen. Aber es ist trotzdem meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Strat, weil wir auch eine sehr gute High-Ground-Position haben. Radial wird von hier aus reinrotieren. Ein, zwei andere Teams wahrscheinlich. Radial wird hier von Knotti reinrotieren. Mit Mrs. Savage. Wir werden hier wahrscheinlich immer über den Berg gehen. Also bis jetzt haben sie es auch bei Bild gemacht, bei Nobel, egal wo, sind sie immer hier reinrotiert. Das heißt, wir wissen, dass sie an unserem Arsch sind. Also hundertprozentig kommen wir was wollen. Aber dagegen haben wir auch schon eine Strat. Ja, wir müssen jetzt gleich mal schauen, wer hier noch überall ist. Ja, das ist nice. Feier ich. Sehr gut. So, die Jungs machen ihre ersten Practice Games. Wer ist hier? Ami? Was macht der denn? Craig. Haben wir nach der Ferrari alles? Okay. Der schien auch wieder, Digga. Eine Fetti! Am Schocken, Ich geh im Puls raus. I'm not looking at your screen. Das war's. GG. Leute ohne Beine, Arme, Gehirnzellen gespielt. Ohne alles, Digga. Leute, Tag 1. Wir sind jetzt hier. Wir nehmen dann tatsächlich nicht den Shuttle, wir nehmen den Uber. Warum? Weil der Mal ist nicht wach. Der Shuttle hat nicht genug Plätze. Es ist jetzt 15 Uhr, wir müssen schon dahin. Es geht bis 0 Uhr. Hab ich Bock? Ja. Aufs Turnier? Will ich da jetzt schon sein? Nein. Würde ich lieber im Pool sein, aber ist okay. Hab hier mein ganzes Equipment. Ich denke, heute wird ein guter Tag und wenn nicht, ja, dann ist es so, ne? So, wir sind jetzt hier bei der Player Stage. The Big Drop arrived. The Big Drop. So sieht das hier aus, wenn man hier so auf der Stage spielt. The crowd is booming. Oh, das ist die Königsfamilie irgendwo, Digga. Also wer würdest du sagen, ist hier so die craziest Gamer hier gerade? Thomas und... Also Freunde, ich weiß noch nicht, ob sie euch so gut gezeigt haben. Das ist hier die Stage. Sieht ziemlich geil aus. Leider hier hinten ein bisschen, hier sind irgendwie nur VIP-Tickets. Hier auch. Also für Gäste leider sehr wenig zum Sitzen hier. Ich glaube, weil letztes Jahr war zu viel, also war nicht komplett voll. Aber jetzt irgendwie ein bisschen quatschig hier zum Zuschauen leider. Aber trotzdem sehr cool. Man sieht leider auch nicht viel von den Spielern, aber ist okay. Sie sind gerade irgendwie 24. Ja, mal schauen, was jetzt noch passiert. Hier sitzt Amar, daneben sitzt Vadeal, Uga und links Klicks und so King. So, wir sind 36. Haben ungefähr 5 Millionen Earnings auf PlayStation zusammen. Die V-Trainer sind fast wieder draußen. Ich bin stolz auf unsere Performance. Morgen geht's weiter, übermorgen geht's weiter. Wo hat's heute gehangen? Was waren so ein bisschen die Fehler heute? Zu spät reingegangen manchmal. Ich habe gesehen, warst jedes Game immer so mitten in der Zone. Ja, in der Zone. Ja. So, wir sind jetzt hier am Venue wieder. Ich werde gerade überfahren von einem Golfkart. Tag 2, spielt heute weiter. Gestern wurde 36. Platz. Haben gestern nochmal ein bisschen Bock-Hut. Haben uns nochmal ein bisschen Mühe gegeben. Ich denke, heute wird's besser. Nochmal besser als gestern. Sag ehrlich, hier sind nur Tier-1-Teams. Also ist alles sehr, sehr schwer. Aber ich freue mich schon auf heute. So, die Jungs in ihrem Practicen. Ihr Ding. Leute, ich weiß noch nicht, was Lenny schon gezeigt hat. Aber ich zeige euch mal ein bisschen was. Hier sitzt Klicks und Dukes. Hier sitzt dieser King und dieser andere Dude. Und das sind auch irgendwelche Nobel-Spieler. Also, die haben hier so die höchste Stage. Also, die sind so, da gibt es so drei Stages. Die sind so in der Mitte ganz oben. Hier ist Vareal am Cranken gerade. Und hier ist Mr. Dior Savage. Zeigen wir was, Alex? Ja, zeigen wir was. Komm, Daddy. Ja. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Okay, Savage. Hab gerade wen gefickt.
Okay, kein Bock mehr, ciao. Das ist Buga und der andere Dude, keine Ahnung. Hier geht man so hinten rauf. Dann sind hier basically einfach nur so drei Stage und das ist so die Crowd. Wir haben ungefähr gerechnet, so 280 Leute sitzen hier. Sowas um den Dreh rum. Wenn wir uns ausrechnen, wie viel da sitzt und dann ungefähr so da dasselbe. Also so knappe 300 Leute. Boah. Wir sind jetzt irakisch essen, Linsensuppe. Vorspeisen, das hier ist am Brot, das hier richtig geil ist. Das hier ist krank, also no joke, wow. Guckt euch mal den Käse drin aus, auch so ein. Ist das nur Käse? Ja, Irak ist am Gucken gerade. Boi. Boi. Hier meine Nachspeise. Heute Millionär werden. Okay, Leute. Ich reite jetzt auf Julian rum. Er reitet jetzt auf mir rum. Wir versuchen das Handy irgendwie unten hinzustellen jetzt. Alex macht jetzt einen Köpfler. Crazy, bro, crazy. So, sind wir jetzt wieder an der gleichen Stelle, wo ich immer ein Intro mache. Es ist Tag 3, der Game hat Zelt laden. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Wir gehen jetzt zum Venue, wir sind kurz davor. Wir müssen noch was essen vorher. Wir haben bis jetzt nur im Pool, haben ein bisschen gechillt, haben ein bisschen Mittag gegessen, ein bisschen gemastet. Aber heute wird ein guter Tag. Wir sind gerade 27. overall. Ich denke mal, Top 20 wäre traumhaft, sag ich ehrlich. Am Arsch klicks. Was? 19. Platz gerade. Was? Damn! Ich bin gerade 26 oder so. Es ist okay. 25 oder so. Leute, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ihr wisst ja, dass mein neuer Channel das sehr, sehr geil. Deswegen ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Am Ende wurden wir 31. Platz, soweit ich weiß. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Placement. Es war wirklich nur Tier 1 Pros. Sehr, sehr nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.